Können wir uns den Baum mal ansehen oder was davon übrig ist? Ihr müsst mir versprechen, zusammenzubleiben. Das Schloss der zwei Schwestern ist nicht unbedingt der sicherste Ort, wie ihr wisst. Jona, keine Angst vor Pakwajis, nicht mehr! Freunde retten ganze Schule vor bösem Pegasus! Da hat sie allerdings recht. Ja. Ja. Wie konnte das passieren? Wären wir bloß nicht in den Ferien nach Hause gefahren. Vielleicht hätten wir den Baum dann retten können. Oh, ich wünschte, dieser Somra-Typ wäre noch in der Gegend. Dem würden wir eine Lektion erteilen. Das nicht. Bringt Baum zurück. Oder Elemente der Harmonie. Warte! Wir haben doch alle den Baum in unserem Traum gesehen. Wäre er verschwunden, hätte er doch gar nicht mit uns reden können. Vielleicht kann es uns sogar gelingen, den Baum zu heilen, wenn wir unsere Augen schließen und ganz stark an unsere Freundschaft denken. Hm, ich habe schon Schlechteres gehört. Funktioniert es? Nein, dann scheint der Baum tatsächlich fort zu sein. Dann müssen wir irgendetwas tun, um ihn zu ehren. Oh, gute Idee, Gallus. Hey, vielleicht hat der Baum uns deshalb gerufen. Mit dem letzten Rest seiner Magie wollte er, dass wir herkommen und ihn in Erinnerung behalten. Ja, er sagte, er braucht uns. Ocellus! Da bist du ja! Der ganze Bau sorgt sich um dich. Wieso sagst du uns nicht, wenn du weggehst? Beim letzten Mal, als ihr das gemacht habt, gab es fast einen Krieg zwischen unseren Königreichen. Tut mir leid, Thorax. Es war ein dringender Notfall. Okay, nächstes Mal fragst du einfach, bevor du gehst. Und jetzt komm, wir gehen nach Hause. Moment! Sie kann nicht gehen! Wir haben eine Drachenmission! Aber sie ist gar kein Drache. Du weißt, was ich meine. Das Aufgabe für alle Jona-Freunde. Müssen Baum helfen. Und das dauert eine Weile. Dürfen wir weitermachen, Schulleiterin Twilight? Naja, wenn ihr die Erlaubnis eurer Königreiche habt, dürfte das in Ordnung sein. Müssen die in dreifacher Ausführung sein oder reicht da eine? Was? Ich war vorbereitet. Der gleiche Baum ist, oder? Naja, er ist ein Symbol, weißt du? Pony hat's an richtigen Fleck. Na, das spielt doch keine Rolle. Diese Höhle sollte genauso bleiben, wie sie war, damit zukünftige Wesen herkommen können und sich an den Baum erinnern. Es tut mir echt leid, Freunde. Ich dachte, ich würde euch helfen. Der Baum der Harmonie ist ein großer Teil der Geschichte Equestrias. Wenn wir ihn ehren möchten, sollte uns etwas Besseres einfallen. Ja! Ein schönes Kunstwerk, das die tiefe Symbolik und die Emotionalität des Baums der Harmonie verkörpert. Nein, wir errichten ein Museum und zeigen die Geschichte des Baumes mit Artefakten. Oder wir bauen ein riesiges, imposantes Monument, damit alle Wesen wissen, wie mächtig dieser Baum gewesen ist. Ich finde, wir sollten die Höhle in einen Ort verwandeln, an dem man über die wahren Geschenke des Baumes nachdenken kann. Die Elemente der Harmonie.
Langweilig. Ich finde meine Idee besser. Ein neuer Baum ist doch da perfekt. Was wird die Schulleiterin Twilight wollen? Jonah, du bist so still gewesen. Welche Idee gefällt dir am besten? Jonah gefallen, wenn Freunde nicht streiten. Vielleicht Freunde hören aufeinander und machen Plan zusammen? Nee. Oh. Hey, mein Kleiner. Willst du was trinken? Kommen Sie näher. Hier geht's lang. Willkommen im einzig wahren, magischen Baum der Harmonie-Museum. Kommt und besichtigt den Geburtsort des Baumes. Gewachsen aus den Tränen eines Basilisken und über unzählige Tage und Nächte von Ponyzauberern gepflegt. Dieser Ort ist wahrlich eines der größten Wunder von Equestria. Gallus? Davon nichts bewiesen ist. Na und? Dem Baum zu ehren bedeutet doch auch, ihm eine Geschichte zu geben. Aber der Baum hat doch schon eine tolle Geschichte. Ja, aber meine ergibt mehr Sinn. Wie auch immer. Aber sei bitte etwas leiser. Mein kleiner Baum mag keinen Lärm. Gut, er gehört sowieso nicht hier in die Gedenkstätte. Und wenn Sie das bis jetzt schon toll fanden, dann warten Sie nur ab, bis wir in die mystische Tiefe der Höhle der Harmonie eindringen. Ich baue eine Statue vom Baum der Harmonie. Wenn andere sie sehen, sind sie bestimmt super beeindruckt. Sieht aus wie Stein, nicht Baum. Ich bin ja noch nicht fertig. Und ganz ehrlich, irgendwie fällt es mir schwer, mich zu erinnern, wie der Baum der Harmonie aussah. Es ist nicht zu fassen, dass man ihn so schnell vergisst. Es fehlt noch mehr Loyalität. Vorsicht, Jonah! Es ist noch nicht getrocknet. Was Hippo greift denn malen? Das ist der Baum, du Dummerchen. Sieh her, das sind die Emotionen, die mich durch seinen Verlust ergreifen. Und sie tanzen zusammen mit den Symbolen der Elemente der Harmonie. Vielleicht sollte ich sie kennzeichnen. Entschuldigt! Oh nein! Braun ist doch kein Element der Harmonie! Danke, Jonah. Dieser Brunnen ist so viel schwerer als gedacht. Das alles können sich die Wesen ansehen, während sie den Baum der Harmonie in stiller Erinnerung gedenken und ihn ehren. Meditationsgarten ist dahin. Konntet ihr denn nicht vorsichtiger sein? Das wäre alles nie passiert, wenn ihr einfach nur auf mich gehört hättet. Und den Baum zu einer billigen Attraktion gemacht hätten? Nein, danke. Schulleiterin Twilight wird bestimmt stinksauer, wenn sie sieht, was ihr mit der Höhle der Harmonie gemacht habt. Ja, als ob dein Regenbogenfarbenkunstwerk besser wäre. Nicht cool. Das ist Impressionismus. Nur gut, dass der Baum der Harmonie das nicht sieht. Das ist alles deine Schuld. Ich gebe auf. Haltet die Klappe! Freunde machen das alles ganz falsch. Alle erinnern an Baum für das, was Baum war. Nicht für das, was Baum ist. Du meinst, dass er fort ist? Nein. Jonah meint, auch wenn Baum nicht hier ist, ist Baum doch hier. In den Herzen. Baum bringt Freunde noch viel näher zusammen. Das stimmt. Wir sind weggelaufen, weil wir zusammen an diesem Ort sein wollten. Über dem Schloss der zwei Schwestern. Ja, und später hat der Baum uns getestet, ob wir im Team wirklich zusammenhalten. Ja, und er hat uns alle hierher gerufen. Du meinst, der Baum der Harmonie lebt weiter in unserer Freundschaft? Wow, ich fass es nicht. Wir haben gerade eine Menge von dem Jack gelernt. Jacks lernen gern neue Dinge. Deshalb zertrümmern und neu bauen. Ich glaube, zertrümmern haben wir schon geschafft. Dann sollten wir mit dem Neubauen beginnen. Aber zusammen. Es gibt da nur ein Problem. Wir haben noch nicht entschieden, was wir für den Baum nehmen. Jonah hat Idee. Der Baum! Wo hast du
du ihn denn entdeckt? Oh, ich habe ihn nicht weit weggebracht. Er war richtig schwer. Und das erwähnst du echt erst jetzt? Ganz besonders wichtig, Jonah hat Zweige zurückgebracht. Können neu aufbauen. Aufbauen? Was jetzt eigentlich? Oh, 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 ich weiß schon. Etwas, das repräsentiert, was der Baum ist. Vielleicht ein Portal zu unserer Freundschaft. Ja. Die Ponys nennen das Clubhaus. Ein Baumhaus. Das ist eine tolle Idee. Das hätte dem Baum mit Sicherheit gefallen. Aha. Ja, helft mir, das anzuheben. Wir feiern unsere Freundschaft und halten uns bereit. Woran wir uns erinnern, wird bald schon Wirklichkeit. Ist er auch nicht mehr da? Er auch nicht mehr da. Das Monument der Freundschaft. Der Freundschaft macht unsere Träume wahr. Ein Stück von mir, ein Stück von dir. Was wir hier finden, nutzen wir. Was nicht hält, wird mit Leim fixiert. Freunde geben nicht auf, ganz egal, was hier auch passiert. Fällt auch der Abschied schwer. Von dem, was einmal war, die Trennung zu überwinden, dafür sind wir nun da. Des Baumes werden wir gedenken. Die Wurzeln reichen in das Herz. In unser Herz. Wie seine Zweige wird unsere Freundschaft nie vergehen. Was schon verloren schien, wird bald neu entstehen. Nun sind wir dran, tun unsere Pflicht, stehen unseren Mann und Ruhe nicht. Sieh dir das an, das war zu dicht. Wir gehen voran mit Zuversicht. Mit diesem Und? Was sagt ihr dazu? Es ist, irgendwie chaotisch. Du trägst sie schon? Ich weiß, du warst sauer auf mich, weil ich sie bei meinem Auszug mitgenommen habe. Sauer? Wieso denn sauer? Nur weil du sie ungerechtfertigterweise schon ewig besitzt und ich sie nie zurückkriegen konnte. Da Sombra plötzlich zurückgekehrt ist, dachten Prinzessin Luna und ich, wir sollten vielleicht das Schloss besser schützen. Ich dachte ja, wir würden es selbst können. Aber ein gewisses Pony ist da etwas störrisch. Also bat ich unseren früheren Hauptmann der Wachen, das zu übernehmen. Ich habe die Sicherheit hier im Schloss auf ein ganz neues Level gebracht. Und jetzt brauche ich nur noch ein Pony, das alles austestet. Willst du etwa, dass ich in das Schloss einbreche? Wenn du meine Vorkehrungen durchbrichst, die Krone klaust und dann entkommst, bleibst du für immer das Geschwisteroberhaupt. Für immer. Aber wenn du versagst, behalte ich die Krone. Okay. Warte, zählt das überhaupt? Mom und Dad geben uns ja keine Sterne. Dafür trete ich an ihre Stelle. Und danke, Twilight. Deine Hilfe wird alle Sicherheitslücken hier offenbaren. Es gibt keine. Ich habe ein mehrfach undurchdringbares Abwehrsystem mit Dreifachsicherung entworfen. Das Schloss ist mit Scherben von Königin Chrysalis Thron umgeben. Dank Star Swirl sorgen ihre Antimagiekräfte dafür, dass es keiner Kreatur mit einem Zauber gelingt, hineinzugelangen. Hineinfliegen kann man auch nicht. Riesige Ventilatoren verhindern, dass jemand zu nah ans Schloss heranfliegt. Und die Eingänge zu den Tunneln unter dem Schloss wurden zugemauert. Es gibt keinen unterirdischen Zugang mehr. Und selbst wenn du hineingelangst, was du nicht kannst, habe ich die Wachen verdoppelt.
Jeder Flur und jede Tür ist gesichert. Sie lassen sich nur mit den Medaillen der königlichen Wache öffnen. Und selbst wenn hier eine Armee einmarschiert, der Thronsaal ist der sicherste Ort in ganz Equestria. Bei der leichtesten Berührung wird hier eine Bodenfalle aktiviert. Und solltest du den Boden nicht betreten, hast du auch kein Glück. Ich arbeite mit einem natürlichen Alarmsystem. Gänse? Ja, man hört ihre Rufe sogar bis nach Ponyville. Und sie beißen. Und damit haben wir es zu tun. Oh, das sind anderthalb Fässer voller Hindernisse. Plus ein Viertel Scheffel Unmöglichkeit. Und alles nur, weil du so einen kindlichen Fohlenwettstreit gegen deinen Bruder führst? Es ist nicht nur das. Okay, ja, das ist es. Es geht auch um den Schutz des Schlosses. Und wenn dir das so viel bedeutet, Twilight, dann sind wir dabei. Ich war schon längst dabei. Komm schon, wer will auch mit den Gänsen abhängen? Na klar, wir helfen. Aber wie? Shining Armor hat tolle Sicherheitsvorkehrungen getroffen, aber er errät niemals Twilights Plan. Mit unseren Stärken überwinden wir alle Sicherheitsvorkehrungen. Wenn eine von uns versagt, haben die anderen immer noch eine Chance, die Krone zu bekommen. Pinky, du lenkst die Wachen mit einer Überraschungsparty ab. Ja, Sir! Twilight, Sir! Applejack, du trittst die versiegelten Tunnel frei. Rainbow Dash, wenn ein Pony diese Windturbinen umfliegen kann, dann du. Rarity, du nähst uns Wachuniform, damit schleichen wir unerkannt an ihnen vorbei. Fluttershy umgarnt die Gänse und deaktiviert den Thronsaalalarm. Der ist von Shining Armor. Liebe Twilight, ich hoffe, deine Idee ist nicht nur Party-Überraschung und Tunnel. Er hat deinen ganzen Plan erraten. Was? Pinky Party, Rarity Kostüme, unterzeichnet das zukünftige Geschwisteroberhaupt? Oh, komm schon! Twilight, Schätzchen, kein Pony kennt dich besser als dein eigener Bruder. Soll das heißen, ich sollte aufgeben? Das soll heißen, dass dein Bruder gewinnen wird. Egal, wie brillant dein Plan ist. Egal, wie viele Möglichkeiten du versuchst, es wird sein, was dein Bruder erwartet. Und dann wird er gewinnen! Es sei denn, du tätest etwas, das er nicht erwartet, wenn sich die perfekte Chance dazu bietet. Dann wirst du gewinnen. Diese Rede hast du doch geübt, oder? Nur ein bisschen. Hab ich zu schnell gesprochen? War ich zu schnell? Oh nein, überhaupt nicht. Oh nein. Ja, es war etwas schnell. Wir müssen das Gegenteil von dem tun, was Shining Armor erwartet. Und daher kann sich Twilight auch nicht den Plan ausdenken. Aber ich kann es! Das ist tatsächlich unerwartet. Oh nein! Herrje, Fluttershy, ich dachte, in engen Räumen zu sein, gehöre zu deinem unerwarteten Plan. Ich war mal im Schloss der zwei Schwestern eingesperrt und Angel und ich wurden damals getrennt. Und immer wenn ich jetzt in einem engen Raum bin, muss ich daran denken. Ich hatte solche Angst, dass er sich allein und vergessen fühlt. Ich weiß genau, wie das ist. Was meinst du damit? Ich fand's immer spannend, ein Teil von Twilights und Shining Armors Rivalität zu sein, als wäre ich ihr kleiner Bruder. Aber so haben sie mich leider nie gesehen. Du hast einen ganz besonderen Platz in ihren Herzen, das weißt du doch. Aber Geschwisterbeziehungen sind hart, das kannst du mir glauben. Ja, richtig, Sapphire Breeze. Ich finde, er könnte von dir lernen, wie man sich als kleiner Bruder verhält. Es reicht mir langsam, durch diese schleimigen Flure zu irren. Du musst doch nicht jeden Hebel betätigen, den du siehst. Die Hälfte davon sind Fallen. Und die andere Hälfte könnte einen geheimen Gang ins Schloss öffnen. Das ist das Risiko nicht wert. Oh, hallo, Spike. Und selbst wenn wir einen Weg ins Schloss finden, müssten wir immer noch an all den Wachen. Spike? Fluttershy? Was macht ihr beide denn hier unten? Wir sind hier irgendwie gelandet. Ich glaube, unser Plan hat nicht funktioniert. Vielleicht sollten wir uns dann aus dieser Sackgasse wieder befreien und alles nochmal überdenken. Was macht ihr denn hier draußen? Rückwirkend war unser Plan vielleicht doch etwas unerwartet. Ging etwa alles schief? Oh, ich werde die Krone niemals bekommen. Vielleicht sollten wir doch lieber alles auf Twilight-Art machen. Du meinst so, wie man es erwartet? Vielleicht ist das nicht überraschend, aber du bist eigentlich ganz gut im Plan. Gut
Gut, dann lasst es uns versuchen. Danke, Spike. Wozu hat man sonst kleine Brüder? Okay. Ihr wisst, was ihr tun müsst. Zumindest hat ein Teil unseres unerwarteten Plans funktioniert. Nun, ehrlich gesagt, wurde mir von euch auch nie wirklich erklärt, was bewachen eigentlich bedeutet. Die Schuld liegt bei euch. Ich bin stark, Twilight, aber nicht mal ich kann solche großen Steine zertreten. Deshalb haben wir auch eine Spezialistin. Ihr habt alle hier so hart gearbeitet. Wer möchte denn eine Federmassage? Als wir uns verlaufen haben, haben wir diese Karte erstellt. Und der Hebel zum geheimen Flureingang müsste hier sein. Unglaublich, es hat echt geklappt. Manchmal ist der beste Plan der, den man erwartet. Jetzt muss ich mir von da oben nur noch die Krone holen. Und ich bin Geschwisteroberhaupt für alle Zeiten. Nein, nicht so ganz, Twilight. Oh, komm schon! Ich muss sagen, ich hatte nicht von dir erwartet, dass du alles genau tun würdest, wie ich es von dir erwartet hatte. Aber du musst es zugeben, das wahre Geschwisteroberhaupt schlägt einfach niemand. Es tut mir sehr leid, Twilight, aber offenbar hat Shining Armor die Krone des Geschwisteroberhaupts gewonnen. Tja, manchmal sind die Sachen, aber nicht so, wie sie scheinen. Spike? Wie in Equestria ist dir das gelungen? Kommt schon, ihr seid nicht die einzigen Geschwister mit Rivalität. Ich hatte, sagen wir, Ponyhilfe. Es war nicht zu übersehen, dass es Lücken in deinem Sicherheitssystem gab. Ich dachte ja, wir würden es selbst können, aber ein gewisses Pony ist da etwas störrisch. Während Shining Armor ewig über die großartigen Sicherheitsvorkehrungen geredet hat, trafen Luna und ich eine Abmachung. Sie hat Sapphire vor den Katakomben positioniert und Celestia aus den Schlossfluren ferngehalten. Da Luna an Bord war, musste ich nur meinen Teil erfüllen. Und dafür sorgen, dass sich alle an Twilights Plan halten und wir gleichzeitig im Thronsaal ankommen. Ich wusste, dass Shining Armor bis zur letzten Sekunde warten würde. Als alle von seiner Angeberei abgelenkt waren, zauberte Luna heimlich die Krone zu mir.